Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute Schmetterlinge im Bauch. Im Grunde trifft die Beschreibung Schmetterlinge im Bauch, wenn man verliebt ist, für dieses wohlige Kribbeln in der Magengegend den berühmten Nagel auf den Kopf. Dennoch musste erstmal einer auf die Idee dazu kommen und es gibt hier tatsächlich eine Urheberin und zwar die amerikanische Schriftstellerin Florence Converse. Sie lebte von 1871 bis 1967 und schrieb 1908 ein Buch mit dem Titel The House of Prayer. Und in diesem Buch schrieb die gute Florence über das Gefühl, verliebt zu sein und umschrieb es mit den Worten Butterflies in a Stomach, was so viel bedeutet wie Schmetterlinge im Magen. Der Ausdruck schlug ein wie eine Bombe, verbreitete sich immer weiter und kam Mitte des 20. Jahrhunderts dann auch nach Deutschland. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.